Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Scum. Wir sind zurück und ja, mittlerweile sehen wir so aus. Wir haben Nachtsichtgerät auf der Birne und alles drum und dran. Wir waren ja im militärischen Lager. Wir locken jetzt auch direkt ein, würde ich sagen. Und wir haben jetzt Folgendes. Wir haben leider noch diese, diese militärische Hose an. Die hat relativ viel Platz, aber leider ist sie in Schneetarn. Wir haben leider, gut, militärische Küche, weiß gar nicht. Haben wir noch den Schneetarn auf? Müssen wir auch gleich mal gucken. Schneetarn ist natürlich für Schneebiome super, wenn wir oben in den Bergen wären. Wir sind jetzt allerdings unten im Tal. Da wäre eher tatsächlich Wüstentarn noch besser wie Schneetarn. Im Idealfall allerdings das Grüne, den ganz normalen olivengrünen Tarnanzug. Aber gut, den musst du halt auch erstmal kriegen. Deswegen, den haben wir momentan noch nicht. So ist es halt, wie es ist. Und deswegen, ja. Werden wir jetzt einmal zum Händler fahren, werden das ganze Zeug verkaufen. Wir haben ja die Taschen gerappelt voll von der letzten Folge. Und wir fahren jetzt mit dem Motorrad zum Händler, werden alles zu Geld machen. Und danach habe ich ein bisschen was vor. Wir werden vielleicht noch ein bisschen was looten. Ich möchte eigentlich nochmal zurück zu unserem Häuschen. Da ein bisschen was einpacken. Wir haben ein neues Gewehr. Ich hoffe, wir werden es ein bisschen behalten. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht gleich erschossen. Wäre doof, aber mal gucken. Wenn wir Glück haben, ist es einer, der nicht alles wegnimmt. Kann natürlich sein, dass trotzdem alles weg ist. Aber schauen wir einfach mal. So, wir haben nämlich die Taschen voll. Köcher haben wir den falschen, aber dann würde ich später umladen. So. Wir schauen einmal, wo unser Motorrad ist. Da ist es. Es ist noch da. Und wir werden jetzt einmal zum Händler direkt fahren. Das heißt, hier immer schön nach Norden. Nach da. Da drüben und fertig. So, die Taschen sind voll bis oben hin. Und wir fahren jetzt direkt hier querfeldein. Wir fahren an einer recht großen Basis vorbei. Die möchte ich euch tatsächlich kurz mal von der Ferne aus zeigen. Wir können jederzeit von einem Turm da oben erschossen werden. Deswegen, ja, mal gucken. Und die werden wahrscheinlich sowas wie eine M82A haben. Deswegen nicht günstig. Ich würde trotzdem versuchen, den Weg irgendwie ein bisschen lang zu fahren. Mal schauen. Kommen wir hier irgendwo rüber? Ja. So immer geradeaus weiter. Und ja, wir fahren jetzt dann erstmal zurück. Mittlerweile können wir übrigens 44, fast schon 45 km/h fahren. Unser Motorrad-Skill wird immer besser. Dabei möchte ich ihn eigentlich gar nicht skillen. Ich möchte eigentlich die Kohle jetzt dann so langsam mal zusammen haben, damit wir uns ein Auto kaufen können. Wenn wir jetzt das eine oder andere militärische Lager auseinandernehmen, ist das auf jeden Fall der Fall. So, da ist der Weg. Bingo. Und dann düsen wir jetzt hier erstmal ein bisschen lang. Benzin haben wir noch genug. Wir haben ja auch, wir können notfalls noch ein bisschen Benzin tanken gehen. Allerdings, wir haben jetzt gerade wieder Primetime. 20 Uhr, wo ich das Ganze wieder aufnehme. Diese Folge, deswegen mal gucken. Relativ viel los auf dem Server. Mal gucken, wie es mit Disconnects aussieht. Könnte wieder recht brenzlig werden hier. Mal schauen. Aber ich freue mich, dass wir ein bisschen Loot haben. Los, das siehst du halt echt um 5 Kilometer mit dem Weiß. Wenn du hier irgendwo im Busch hockst. Die ist halt echt unvorteilhaft, aber sie hat leider sehr viel Platz. Aber wir werden auch noch eine in Olivgrün finden. Bin ich relativ sicher. Oder in Wüsten. Wüstentarn würde ich ja auch gehen. Hier sind wir ja schon relativ im, ja, nicht Wüsten, aber Steppenbiom mehr oder weniger. Und deswegen gibt es ja, eigentlich gibt es drei verschiedene Biome. So ein bisschen tatsächlich so dschungelmäßig. Also tatsächlich, oder Wald, wo es sich grün tatsächlich sehr lohnt. Und dann allerdings natürlich aber auch, sind wir schon an der Basis vorbeigefahren? Oh, wir sind jetzt schon vorbeigefahren. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Wäre rechts von uns gewesen. Egal. Eine riesengroße Basis, die sie dann gebastelt haben. Nicht schlecht auf jeden Fall. Vielleicht, ich zeige es euch noch irgendwann. Vielleicht hat sich zu viel gelabert. Wir können auch mal gucken, wie viel wir Motorrad geskillt haben, wenn wir in der Safe Zone stehen. Die Frage ist, wo wir unser Bike parken, aber ich glaube auch irgendwo in der Nähe der Safe Zone. Nicht unbedingt mittendrin, bin ich kein Freund von. Wobei, eigentlich können wir auch reinfahren. Wir können auch in die Safe Zone reinfahren, also in den Händler eigentlich reinfahren. Wir werden definitiv weiterfahren. So, Striker. Ah, guck mal, da haben wir schon einen, der die meisten Abschüsse mit hat. Striker ist einer derjenigen, der hier gerne die Leute wegballert. Fahren mal ein bisschen querfeldein. Ich meine, wir haben Dirtbike. Dafür ist es da, dafür ist es gemacht. Und wenn wir den ganzen Weg entlang fahren, ist glaube ich auch nicht verkehrt. Ein paar Bäume zwischen sich bringen. Wir sind nach wie vor halt nicht sonderlich schnell mit unseren, ja, jetzt 43 gerade 44 km/h, die wir fahren können. Deswegen, da geht noch ein bisschen was. 274 Ruhmpunkte Gewicht nach wie vor. Wisst ihr, was brauchen wir noch? So, da ist schon der Weg. Und dann sind wir schon gleich in der Safe Zone. Und da vorne haben wir schon den Händler. Na, gucken wir mal. Was wir für unseren ganzen schönen Loot bekommen. Mal sehen, wie lange wir es behalten werden.
vielleicht auch endlich mal, jetzt haben wir ja eine Waffe, mit der wir uns tatsächlich verteidigen können. Für die Ferne zwar nur eine Hunter, aber ganz ehrlich, das reicht auch notfalls. Aber jetzt haben wir eine schöne Schnellfeuerwaffe, wo ich nochmal gucken muss, wie ich die Feuermodi umstelle. Und da würde ich mir jetzt Munition, Schalldämpfer und alles mögliche dazu noch kaufen, Magazine, wenn wir noch keins davon haben. So, rein da. So, wir parken mal so nicht ganz offensichtlich. Wir stellen es mal hier um die Ecke zumindest. Ich glaube, hier in der Safe Zone kann es nicht mal geknackt werden, soweit ich weiß. Hoffe ich. So, jetzt wird's spaßig. So, wir haben hauptsächlich natürlich militärischen Loot dabei. So, Pillen, Pillen, Pillen. Baked Beans, die würde ich tatsächlich gerne behalten. Skalpell 72 wird man verkaufen. Ich wüsste jetzt nicht, was ich damit anfangen kann tatsächlich. Brillen, ja, können wir verkaufen. Sonst kriegt er ein 40er, ein Buschhut. Na, Hüte lohnt sich anscheinend tatsächlich. 360 lohnt sich nicht so wirklich. Aber wir haben ja noch einige Waffen eingesammelt. Wo ist eigentlich? Ah, hier. Unsere VHS. Das müsste sogar die sein mit dem Visier, oder? Ja, die hat sogar schon das eingebaute Visier, was ganz nice ist. Und dafür brauchen wir Munition, Magazine und das ganze andere Zeug. Ein weiterer Plan wäre, wir looten hier nochmal das Militärcamp auf dem Weg vielleicht in Richtung der Stadt. Ich würde gerne tatsächlich mal hier in der Fabrik oder hier ist ein Militärlager da oder mich weiter in die Richtung tatsächlich mal aufmachen. Weil hier waren wir noch nicht. Hier waren wir in Staffel 1 unterwegs in dem Bereich oder in dem Bereich hier. Ich würde mich gerne mal in den Bereich aufmachen. Vor allem sind da auch immer die ganzen Airdrops. Und wenn wir einen Airdrop jetzt in der Nähe haben, würde ich tatsächlich auch hinfahren wollen. Weil jetzt können wir uns zumindest... Können wir auch mal ein bisschen schießen gehen. Nicht? Nicht wahr? Ja, würde ich sagen. So, dann fangen wir an mal zu verkaufen. Boah, 424 für die Gasmaske. Brauchen wir nicht. RPK-Magazin auch erstmal weg. Das bringt Kohle. Desert Eagle Taschenlampe, die würde ich gerne anbauen. Holographisches Visier. HSV 19, können wir verkaufen, 722. Boah, die ist teuer. Die ist richtig teuer. Oder die Waldfee. M9 Magazin, können wir auf jeden Fall loswerden. AK Magazin würde ich mal behalten. Wir werden auch relativ viel Munition und alles behalten. Das ist halt auch Loot, den ich gerne selber benutzen würde tatsächlich. Ein Block Magazin, das brauchen wir auf jeden Fall. Marine wird zu 36 nur. Behalten wir unseren Buschhut. Macht auch keinerlei Hitze dazu. Unsere Block. M9 Magazin. Kann weg. Pillen können wir dann noch verkaufen. Und 1400. So, den Köcher würde ich gerne austauschen. Und zwar hätte ich gerne ihn hier. Inventar öffnen. Eine ganze Zielfernrohre. So, den können wir verkaufen. 1000. Wir besitzen im Moment 7700. Das sollte für ein paar Magazine auf jeden Fall reichen. Leider kein Waffen-Repair-Kit bis jetzt gefunden. Das ist ein bisschen schade tatsächlich. Wir gehen nochmal kurz schauen. Medizin, Aspirin. Wir haben ein bisschen was an Medizin. Ich würde das tatsächlich eher jetzt mal zur Kohle machen wollen. M82A1 Zielfernrohr. Oder? Und die Frage ist, wie wir das reparieren können. Aber das Zielfernrohr selber kostet 5000. Das weiß ich noch. Das war teuer. So, 94, 87. Boah, Schmerztabletten, 500. Verkaufen. Bienenpollenpillen. Drainage werden wir mal behalten. Aber 323. Boah, das bringt halt... Das medizinische Zeug bringt Kohle und hier ein normaler Druckverband bringt 118. 224 für Antibiotika nochmal. Das Medizinzeug ist unglaublich wertvoll. Das sind 1000 nochmal drauf. Sind wir schon bei 8000. Nähzeug. Brauchen wir noch ein bisschen was. Desert Eagle M19 11. Jetzt müssen wir mal gucken, was für Waffen wir spielen werden. Am liebsten hätte ich eigentlich eine M9. Untersuchen, was feuerst du ab? 45er ACP feuerst du ab. Eine Überlegung wäre, die Block auszutauschen. Weil die ein bisschen besser dasteht tatsächlich. Mit 71%, glaube ich. Oder was hat unsere Block?
Ja, okay, 69%. Können wir auch die Block behalten. Und ich würde das ganze Waffengedönse tatsächlich... Klar, wir können es jetzt verkaufen, wir können es zu Kohle machen. Und wir werden eh noch ein bisschen was looten. Ich würde eher mal gucken, dass wir uns ein bisschen was nämlich zu Hause einrichten an Waffen. Denn wenn wir draufgehen sollten und unser Zeug rausgelootet wird, hätten wir dann zumindest nämlich die Möglichkeit zu sagen... Ach, guck mal, wir haben sogar Magazine für die. Wir haben sogar Magazine. Desert Eagle. Boah, für die Desert Eagle haben wir aber auch gut Zeug. Desert Eagle Taschenlampe, Desert Eagle. Boah, die Desert Eagle wäre halt nice. P223 Zielfernrohr. Jagdzielfernrohr. Kriegst hier nicht drauf. M1911 haben wir gut, Magazine. Block haben wir auch ein bisschen was. 9mm Leuchtspur. Ist die Frage, MAE-Paket, Nahrung und Essen ist voll. M16-Magazin. Da fehlen halt mir Bauern AWM. AWM haben wir auch einen Schalldämpfer. AWM würde ich tatsächlich gerne spielen als Scharfschützengewehr. Nadel, Nadel, Desert Eagle-Magazin. Und hier haben wir auch nochmal ein V3 holographisches Visier. Das Ding hat halt schon eins. VHS 2CD. Okay, wir gucken mal, was wir uns für unsere Kohle leisten können. So, wir haben jetzt erstmal die Maschinenpistolen. Ne, das sind wir nicht richtig. Bei Angriff. VHS 2 CD. Ne, VHS 2 CD haben wir nicht. Die ist ohne Zielfernrohr. Wir haben die 2, oder? VHS CD. Doch, die CD-Version. Wieso sieht die dann so ohne das Zielfernrohr aus? Hier. Und wir haben noch ein Ziel drauf. Ja, wir haben diesen Handschutz drauf, VHS 2 CD. Okay. VHS 2 CD, eigentlich haben wir die hier. Und nicht die, eigentlich haben wir die hier vom Aussehen her. 1400 für ein Magazin. Ja, holla. Okay. Und was schießt du? Du schießt 556. 556. Das ist so groß, 9 mm. 9mm, 357er, 9mm, was haben wir hier noch rumliegen, 44er, Schrot, 9mm, nochmal 9mm, haben wir ja nicht gerade 9mm irgendwo rumfahren? Blind? Spart euch die Antwort. Das waren andere 9mm, glaube ich. Leuchtspur, 22er, 45er, Hunter-Magazin, 9mm. Wir haben keinerlei Munition dafür bekommen. Schade. Die Optiken, das müsste alles repariert werden. Ich weiß allerdings nicht, wie die Optik reparieren kannst, aber ich glaube, das müsste auch irgendwie gehen. Okay. Wir kaufen auf jeden Fall ein Magazin. Boah, 1500 für eine Schachtel voll Kugeln. Das sind nur 30 Schuss... Alter, sind das Preise. 3000. Ein Magazin und ein Magazin mit Schuss voll. Wenn überhaupt voll. Alles, was wir praktisch verkauft haben. Gut, wir haben jetzt sehr viel behalten von dem militärischen Loot, aber ich möchte es auch tatsächlich erstmal sammeln. Weil man sieht, besser ist es finden und, ja, besser ist finden wie alles andere. Warenkorb. Kaufen. Hat das Ding Schalldämpfer eigentlich? Okay, das können wir gleich auspacken. Köcher haben wir. 8000, ja holla. Schalldämpfer. VHS, hat die überhaupt einen Schalldämpfer? AK, M1, gibt es keinen Schalldämpfer. SVD. Ah, für die gibt es keinen Schalldämpfer. Haben wir eine Schiene? Ich glaube, auf Tasche haben wir eine Schiene irgendwo in unserer Kiste. Vielleicht könnte man noch ein Ventil drauf schmeißen, aber ich glaube eher nicht. Zielfernrohre, Wickel, Taschenlampen, Nope. Rüstungen. Spaßeshalber, taktisch. 3000 nur. Kostet uns eine Body Armor. Das finde ich relativ günstig, ballistisch. Schusssichere Weste nur 1800. Die finde ich recht günstig tatsächlich. Helme. Altin Helm. Alter Verwalter.
Helm wäre auch gut. 1200 nur für einen Helm. Die geben leider relativ warm. Das ist ein Problem. Schuhe. Schuhe. Auch ein bisschen strange, oder? Militärisch. Handschuhe, Stiefel. Haben die auch verschiedene Farben? Oh ja, die haben auch die verschiedenen Farben. Brauchen wir auch noch. Also gerade das militärische Zeug. Eine kurze Hose wäre ganz cool. 400. Gekauft. Inventar öffnen. Die hat, nee, die hat genauso viel Platz, nämlich. Ist aber eine kurze Hose. Was geiler ist. Und wir haben praktisch das, was unsere Hose kostet hier. Ah ja, okay, wir haben weniger. Nee, Gewicht passt auch. Und die hier können wir direkt verkaufen, nämlich. Und da haben wir praktisch gut 173. Okay. Weil die Patronen noch drin waren, waren zu viel. Ja, jetzt haben wir ein bisschen Minus gemacht. Das will ich nicht verkaufen. Mein Freund, ich will nur ja, die hier verkaufen. 173, jetzt passt. Das war alles noch angewählt, deswegen. Gut. Was ist eigentlich Depot? Achso, was wir dann gekauft haben. Und Waffenreparaturset 8000. Wäre cool, aber können wir uns nicht leisten. So, wir haben so 5400, aber wir haben... Ja gut, wir könnten locker nochmal 2000, 3000 rausholen. Wenn wir Patronen oder alles mögliche verkaufen würden. So, jetzt machen wir einmal hier auspacken. Ist das ein 30er Magazin? Ja, da passen 30 Schuss rein. Das heißt, drei, okay, mit Magazin 3000 für ein volles Magazin von der VHS. Aber die hat immer 72% Haltbarkeit, das ist gar nicht so schlecht. So, wir können währenddessen uns nicht mal umsehen, aber wir können immerhin laufen. Oh, es fängt an zu ruckeln. Stichsichere Weste haben wir, die ist mittlerweile bei 78. So, einmal Magazin voll. Krass. Rein da. Rein da. So, und man kann jetzt irgendwie... Ah ja, sie steht auf Automatik. Das siehst du tatsächlich ein bisschen weniger. Glaubst du, oder? Ah ja. Jetzt steht sie auf Einzelfeuer. Sie kann nur Einzelfeuer. Feuerstoß kann sie nicht, oder? Also mit Shift, Rechtsklick und dann einmal schießen tatsächlich. Ja, steht auf Feuer, also Dauerfeuer, Einzelfeuer. Jetzt haben wir Einzelfeuer drin. Ich würde es erstmal auf Einzelfeuer lassen, aufgrund dessen, dass die Patronen halt echt teuer sind. Aber wir haben jetzt zumindest schon mal einen besseren Rucksack. Der blaue Rucksack ist mir noch ein Dorn im Auge. Aber ich würde jetzt sagen, wir machen es jetzt tatsächlich so. Wir werden einmal schnell noch ein bisschen was raussortieren in unsere Jacken. Der schöne ganze militärische Loot, den wir haben. Die Brille können wir noch verkaufen. So, das hier raus, das hier raus. Wir werden nämlich jetzt gleich nochmal... Da unten haben wir noch Plätze. Wir werden jetzt gleich einmal an unsere Kiste ranfahren. Danach nochmal kurz beim militärischen Lager vorbeifahren. In der Hoffnung, dass wir da niemanden treffen. Der Server ruckelt schon wieder. Na holla. So, kurze Hose ist soweit voll. Das Ding kann hier runter, das Ding kann hier runter. Und ich würde nämlich das ganze Zeug jetzt erstmal kurz nach Hause bringen wollen. Damit wir auf der safe Seite sind. Dann haben wir ein paar Waffen. Tatsächlich würden wir auch immer ein Scharfschützengewehr gerne... Ach, guck mal, wir können uns ein Motorrad beladen oder verkaufen. Da haben wir noch eine Brille für 130, die wir noch loswerden können. Den Rest behalten wir tatsächlich mal. Desert Eagle bauen wir uns zusammen. Haben wir ja. Und dann fahren wir jetzt schnell zur Kiste. Danach bei dem militärischen Lager vorbei und dann Richtung nach Hause. Jetzt gucken wir noch mal ganz kurz gucken, wie es in der Übersicht aussieht. Und zwar haben wir... Stärke, Nahkampf, Intelligenz war das doch, glaube ich, oder? Baufähigkeit 4%, Tarnung 1%, Aufmerksamkeit 18%, Scharfschütze 0. Dabei haben wir schon ein paar erschossen tatsächlich mit Scharfschützen, also mit unserer Hunter. Überlegungsfähigkeit 9%, Medizin 0, 325 erst. Wo ist denn hier Luftfahrt? Motorradfahren 16% mittlerweile, na immerhin. 16% mittlerweile beim Motorradfahren, unfreiwillig. Aber bis wir ein Auto kriegen, kann noch eine ganze Weile dauern, glaube ich. Beziehungsweise bis wir uns eins leisten können oder doch mal irgendwo eins finden. Ich meine, theoretisch besteht die Chance. Allerdings, du brauchst immer du brauchst eine Batterie und du brauchst Benzin immer dabei. Vielleicht machen wir uns mal so eine 20er,
20er Flasche Benzin fertig oder sowas. Können wir ja tatsächlich machen, dass wir uns mal sagen, wir nehmen so eine 20er Flasche voll Benzin mit. Kein Kanister, weil das lohnt sich einfach nicht. Aber eine Flasche voll Benzin und eine Batterie. Dann könnte man das Auto zumindest, ja, starten. Aber ein goldenes Schloss bräuchten wir auch. Aber die sind momentan, die kosten 4000. Und wenn ihr seht, wie viel wir 4000, musst du einmal ins militärische Lager, das militärische Lager eigentlich komplett looten. Schon eine Menge. So, Safe Zone verlassen. Wir sind halt jetzt unglaublich laut. Also wenn hier irgendeiner steht, der sieht uns und erschießt uns höchstwahrscheinlich. Und dass hier einer ist, ist nicht wirklich abwegig. So, ist unsere Kiste noch hier? Ja. Unsere Kiste gibt es noch. Hier haben wir volles Benzin drin, unter anderem. Die Werkzeugkiste würde ich gerne mitschleppen. Die Hose würde ich gerne mitschleppen. Das würde ich gerne mitschleppen. Das. Der Server hängt schon wieder. Das. Die Säge. Das Schloss. Hier haben wir noch eine Schrotflinte, wobei wir ein bisschen aufpassen müssen. Ich bräuchte vielleicht noch ein bisschen Platz tatsächlich. Das hier nehmen wir mal mit. Das hier nehmen wir mal mit. Die hier können wir zusammenfügen. Die Schiene brauchen wir auf jeden Fall mal so ein bisschen experimentieren. Die würde ich sogar da lassen, glaube ich. Und die lassen wir auch erstmal da. Hier unten haben wir noch ein Schloss rumfahren. Sollen wir nämlich jetzt beim militärischen Lager noch eine Waffe finden, müssen wir gucken, wie wir das dann organisiert kriegen. Aber ich glaube... Ja, die kriegen wir zumindest dann hier reingeladen. Okay. Dann würde ich sagen, fahren. Wir fahren jetzt an der Stadt vorbei. Das wird jetzt ein bisschen gefährlich. Zu schnell zum militärischen Lager und dann nach Hause. Ist in der Folge relativ viel rumgefahren. Ich weiß, wir haben ja eigentlich nichts großartig gemacht, außer Zeug verkauft. Aber das gehört dann auch irgendwie zum Spiel dazu. Und zu Folgen wird es halt dann auch immer wieder geben, dass wir tatsächlich hauptsächlich irgendwelche Dinge verkaufen. Weil irgendwo müssen wir ja die Kohle herkriegen. Und wenn wir halt kein Auto finden beispielsweise, müssen wir uns eins kaufen. Zwangsweise. Anders da geht's ja nicht. So, sollen wir beschossen werden? Weiß ehrlich gesagt nicht, was wir machen. Wir fahren einfach, wir versuchen straight weiterzufahren. Ist natürlich ganz schlecht. Gefundenes Fressen. Ja. Ja, okay. Ah! Beschissenste Stelle, wo du stehen bleiben kannst, ever. Was ist denn los? Willst du mich verarschen? Fünfmal wirkst du es. WTF! Komm mal pushen. Gut, dann halt bergab. Der Wahnsinn. Keine Ahnung, wie viel war das jetzt? Sechsmal oder so? Das Motorrad abgewürgt? Siebenmal? Achtmal? Weiß man's? Willst du mich verarschen? An der beschissensten Stelle überhaupt, wo du wirklich ohne Probleme weggesnipert werden könntest, bleiben wir stehen. Einwandfrei. Läuft bei uns. Nur eine Scheiße. Berghoch ist, also tatsächlich das Spiel merkt, wenn du berghoch fährst. Und berghoch ist das Motorrad das schwerer zu starten. Das ist so. Das ist ein Problem. An der Stelle dann. So, hier wird jetzt hoffentlich keiner sein. Wenn hier einer ist. Ich würde nur gerne gucken. Ja, genau das hier zum Beispiel. Hier gibt es nämlich gut Waffen. So, bitte keine Langwaffe. Wobei es geil wäre, aber wir haben einfach gerade keinen Platz dafür. Pistolen ja. Gerne. Noch ein ganzer Haufen. Beziehungsweise ganze Haufen ist gut. Zwei. Eine. Zwei. Leuchtpistole wäre cool. Ah, es ruckelt. Nichts gefunden. Nichts gefunden. Dieses Hunting Camp hier, wo wir sind, also... Da liegt halt echt gern mal Zeug rum. Weil das so aussah, wie wenn da schon einer gewesen wäre. Gut.
So. Bitte jetzt nicht berghoch gleich wieder ab verrecken lassen. Jo. Ich kann keinen Berg hochfahren, oder was? Willst du mich verarschen? Jetzt aber. Wir können anscheinend keinen Berg fahren. Aber ist mein Skill jetzt schon bei 16%. Ganz schlecht. So. Wer fällt ein? Hier sind wir das letzte Mal, glaube ich, sogar. Hier sind wir mal gestorben, soweit ich weiß. Wo ich absolut beschissen gegen diesen einen Zombie gefightet habe. So, ich würde eigentlich gerne hier noch irgendwo halten. Und nochmal ein bisschen looten. Auch wenn die Taschen jetzt eigentlich noch sehr, sehr voll sind mit dem ganzen militärischen Zeug. Na komm, da war kein richtiger Stein. Ich glaube, wir fahren da 10 Mal eine Kurve nach links raus. Dass wir da nochmal ein bisschen looten gehen. Wobei, großes militärisches Camp lohnt sich nicht. Ich würde gerne wissen, was das hier ist. An der Stadt würde ich eigentlich gerne vorbeifahren. Möglichkeit sogar einen Bogen. Leitplanken sind der Feind im Spiel. Er baut auch Leitplanken hin. Auch kein Mensch. Mit unserem Dirtbike zumindest brauchen wir die nicht. So, Serpentine hoch. Auf Straße fährt sich's halt doch irgendwo am besten. Und 44 km/h. Wir waren, glaube ich, mal bei 42 km/h, glaube ich, waren's. Was wir mal gefahren sind, mittlerweile schaffen wir schon 44 km/h. Oh, einerseits ist es ganz cool tatsächlich, dass du, je besser du das kannst, desto schneller du fahren kannst. Allerdings ist es auch ein bisschen eigentlich wieder dann, ja, aber unrealistisch. Ganz ehrlich, wenn du, entweder du fährst oder du fährst nicht. Und entweder du kannst 200 mit dem Ding fahren oder du kannst eben, du fährst dagegen Baum. Es ist dann, wie es ist. So, jetzt eigentlich dann immer geradeaus, dann können wir abkürzen. Durch den Wald. Vorausgesetzt, wir würgen den Motor nicht irgendwo zwischendrin wieder ab. So, jetzt sind wir halt schon im grünen Waldbiom wieder unterwegs. Hier ist natürlich geil, wenn du ein bisschen bessere Tarnung hast. Ich wollte gerade sagen, wir haben keinen Rucksack auf übrigens. Ich wollte gerade sagen, wo ist unser Rucksack? Aber der erscheint wieder, sobald wir absteigen. Boah, von hier oben kannst du aber auch gut reinsnipen. Ins Dörflein. Holla, die Waldfee. Jetzt wird's gefährlich. Nicht abwirkende Ding. Hoch da! Hoch, 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 hoch! Ah, so ist fein. So ist fein. So, mir hat sogar ein Lächeln aufs Gesicht. Das wäre der Wahnsinn. So. Dann rechts. Ich würde gerne wissen, was das hier ist. An der Straße würde ich gerne vorbeifahren und dann in Richtung Safe Zone. Sind wir dann 28 Minuten? Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch auf jeden Fall. Mir ist ein bisschen kalt. Wollen wir rum. Aber Spieler können da tatsächlich überall sein. Auch im letzten Winkel der Karte kann es sein, dass du auf irgendeinen triffst. Bin mal gespannt, ob, wenn wir auf einen treffen, wir ihn zuerst sehen oder er uns zuerst sieht. Leider keinerlei Airdrops da gerade. Auch sehr seltsam, aber okay. Kein einziger Airdrop. Nicht ein Airdrop. Schade, jetzt wo wir gerade mal unterwegs sind, wäre einer in der Nähe, können wir jetzt ohne Probleme hinfahren. So, da hinten fängt das Schneebiom dann auch an. Aber weil du in dem Spiel auch gucken kannst, ist schon geil. Oh, das ist... Können wir noch mal reingucken. Atmen zufälligerweise da. Nicht das Schlauste neben seinem Motorrad anzustehen, wenn wir so viel Lärm gemacht haben. Hier sind da definitiv Mech unterwegs. Der Busch hier ist ein bisschen unvorteilhaft.
Da wäre auch auf jeden Fall noch militärische Loot zu holen. Kein Mech da. Das ist jetzt das hier. Das ist diese militärische Anlage. Ordentlich viel Hallen. Ich weiß halt auch nicht, wie weit wir tatsächlich gucken können bereits. Wir haben eine relativ geringe Aufmerksamkeit. Wir haben unser Dirtbike im Busch neben dem Strommasten geparkt. Bei der Kreuzung, das können wir uns mal merken. Ich würde da tatsächlich mal rein wollen. Wir können erstmal ein bisschen ranschleichen. Oh, da würde ich gerne mal reingucken eigentlich. Tatsächlich. Ah ja. Die Mechs sind da. Das Schöne bei den Mechs ist, wenn jetzt ein Spieler den Mech triggert, weiß ich, da ist ein Spieler in der Nähe des Mechs oder der Mech hat ihn zumindest gesehen. Die sehen auf eine gewisse Distanz. Dann kannst du sagen, ja, da ist einer, da ist keiner. Zumindest in der Nähe des Mechs ist keiner. Allerdings bist du halt hier echt richtig krass offen. Da steht ein Zombie. Wir haben mittlerweile einen Schalldämpfer. Oh, wir können mal die Entfernung messen. Wobei, das wird auch laut, oder? Haben wir einen Schalldämpfer drauf? Ja. Ja, Schalldämpfer drauf. Wir haben sogar Wickel um unsere Waffe. Ich würde den Zombie eigentlich nicht erschießen, weil das doch ein bisschen. Das macht schon Krach. Klar, Schallgedämpft führst jetzt nicht so weit, aber ein bisschen Krach macht es halt trotzdem. Sind hier irgendwelche Türen offen? Nein. Viele Bunker. Viele, viele Bunker. Mit vielen, vielen tollen Loot-Dingen. Allerdings haben wir ja die Taschen eigentlich voll. Und zwar richtig voll. Also viel Platz haben wir nicht. Kann man festhalten. Nee, wir haben echt nicht viel Platz. Mal angucken. Könnte man sich's ja eigentlich mal. Die Frage ist, wie du da reinkommst. So, bis jetzt auch nur einen Mech gesehen, aber ganz ehrlich, das ist dauernd irgendwo ein Busch im Weg. Wir haben notfalls noch unsere Block. Ich sehe nur einen Mech. Oh, mit Z. Ah, das ist ein Übungsgelände. Das sieht nach einem militärischen Übungsgelände aus. Das da müsste ein Auto sein. Haben wir schon 12-fach Zoom an. Da ist nur einer. Und viele Hallen. Auch so wie es aussieht, keinerlei Bewegung gerade. Ich würde sagen, wir locken hier aus. Also ich locke hier aus. Ich kann morgen erst die nächste Folge aufnehmen. Oh, okay. Sind mal mehr Mechs. Da hinten ist auch noch einer. Also zwei da, einer im hinteren Bereich, zwei im vorderen Bereich auf jeden Fall. Wir werden nochmal reingucken morgen. Wir haben leider nicht viel Platz im Moment zum Looten, aber besser wie nichts. Ich locke hier an der Stelle gleich mal aus. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Nächste Folge gucken wir uns das hier mal an. Wenn das geil ist zum Looten, würde ich ja auch nochmal herkommen. Ich möchte vor allem, wir werden jetzt nicht in die Bunker reingehen, die wir schon in Staffel 1 haben. Wir werden auch in Bunker reingehen, die wir noch gar nicht kennen, wie dieses Gebäude jetzt hier beispielsweise und dieses Gebäudekomplex werden wir uns auch angucken. Ich möchte natürlich neue Dinge entdecken in Scum. Deswegen, wir werden nicht immer den gleichen Mist looten, sondern wir werden uns verschiedene Dinge aussuchen zum Looten. Aber hier würde ich gerne mal rein. Allerdings mit leeren Taschen wäre besser. Ja, mal gucken. Vielen Dank auf jeden Fall erstmal fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao. Macht es gut. Können wir ganz kurz gucken? Ne, ich bin ganz rausgelockt. Schwarzer Bildschirm. Ciao, ciao.